Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist euer Xbox Chris und wir sind aktuell im vierten Kapitel von Call of Duty WW2. Ich würde sagen, wir starten auch gleich los, weil die letzten Kämpfe waren ja immer sehr, sehr hart. Also, auf in den Kampf! Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Na, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Was für ein Zug hier, da sind da irgendwie drei Panzer integriert oder so. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuer Unterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Brillanter Schuss. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Und weiter. Wo muss man hin? Vorsicht! Gut gemacht. Bewegung! Die Vivian. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Vorsicht! Langsam vorrücken. Wie soll man das jetzt lügst denn tun? Okay, den hätten wir wohl
damit langsam vorrücken. Nicht umbringen sollen. Yes, man. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Vorsicht, langsam vorrücken. Hallo? Identifizieren Sie sich! Was ist denn hier los? Schwöre, da war was. So, bis jetzt noch unentdeckt. Ja.
sehen. Die nächsten. Planänderung. Wir wurden entdeckt. Wer wurde entdeckt? Schade, schade, schade. Jetzt waren wir echt zu gut. Ah, cool. Wir können gleich hier weitermachen. Ja, ich habe zu wenig Energie gehabt, ich hätte hinter der Wand bleiben müssen. Zum Abschießen. Oder. Das wird schon wieder! Bewegung, Leute! Halte durch, Kumpel! Naja, wenn ich den abschlepp und. Da hast du keine Chance. Zeit! Alle zum Zug! Werfe eine Rauchgranate! Nein, der Zug fährt ab! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Halt Bewegung voraus! Wir haben irgendwas heute geht aus der Deckung! Danke, Kumpel. Okay, ich muss fahren. Wir müssen den Zug aufhalten. Na los, na los! Festhalten! Ich bin schon dabei. Scheiße, Vorsicht! Yes, Mann! Yeah! Auf welchem Weg soll ich bleiben? Auf dem hier. Festhalten! Siehst du ihn? Arbeitet rein! Ihr entkommt! Nach vorne, nach weg!
wir verlieren ihn nicht. Keine Angst. Ich fahre. Jetzt kann man hier nach oben, oder? Ja, Mann. Halt sie dir drin. Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer! Feuer frei! Was war das? Weiter feuern! Hast du gedacht, der hält den Panzerzug aus, oder? Scheiße! Yes, Mann, ein Gleis. Der Panzer. Ich komme, halt durch. Hier bin ich. Hilf mir. Heilige Scheiße. Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft. Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Aha, eine Freundin. Auf den Eisenbahnwaggons! Südost! Rüber damit! Bitte sehr! Zieh kein Schwein! Granate? Auf den Eisenbahnwaggons! Links! Rüber damit! Okay, da habe ich 0 Munition. Hier war gerade irgendeine Gun. Ah, Maschinenpistole. Sie kommen
Boah, wo war der? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Feinde auf den Eisenbahnwaggons! Hier! So, neuer Versuch. So, jetzt wollen wir uns den mal. Nee, will ich nicht. Ich will die Maschinenpistole, die hier irgendwo rumliegen muss. Och, Kacke, wenn hier nichts rumliegt. Scheiße. Kontakt 1 Uhr! Ja, 60. Ducken. Weiter. So, konzentrieren, Junge. Nummer 3 direkt in die allerwertesten. Nicht in die allerwertesten. Och nee. Schon eine schöne Waffe gehabt. Mist.
hier entlang. Wir sind da. Na los. Oh, das sind meine Jungs, oder? Diese Männer gehören wohl zu ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheit. Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Die Sprengung des Zugs hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Okay, Teil 4 war jetzt ein wenig einfacher. Die Heldentat war garantiert, diesen Typen da zu retten, der da verletzt dagelegen ist. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil wieder dabei. Ich freue mich natürlich um Bewertungen, Daumen nach oben und wir sehen uns in Teil 5. Bis dann!